Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident 3. Wir sind am westlichen Teil der Insel und ich würde sagen, wir laufen jetzt erstmal diesen Pfad hier ab am Wasser entlang. Wir wollen uns jetzt hier alles, oh Gott, wir wollen uns jetzt hier alles noch genau ansehen. Und wir sind, wir haben einiges hier vor uns, also ich kann nicht mal sagen, wie viel noch, wie viele Parts, wie viele Sessions, aber manche der Inseln sind einfach echt riesig. Muss man echt sagen. Nimmt kein Ende mit den Biestern. Diese Viecher, das nimmt kein Ende mit den Biestern. Scheiße, ja, mittlerweile mache ich die echt gut platt. Ja, ich. Oh Mann. Oh, danke für die Rettung. Endlich hat der Kampf ein Ende. Sordele. Wir wollen das hier alles nur einmal abklappern, deswegen schaue ich mich hier ganz genau um, damit ich hier nicht nochmal hin muss. Hier ist nichts, okay. Ich hasse Insekten. Das war zu früh. Kein Ende mit den Biestern. Oh, ja, ah, ich will nicht mit ihm reden. Okay, ja, außerdem geparried. Okay. Wir gehen jetzt einfach hier lang. Oh mein Gott. Ich denk's gerade auch, Edward. Und du sagst auch immer dasselbe, aber jetzt gerade hast du echt recht. Okay, wir machen jetzt. Wir gehen jetzt erstmal hier lang. Ich denke, wenn wir einen richtig guten Pfad nehmen, dann sind wir hier auch recht schnell durch. Mit dem ganzen Teil. Das hier ist auf jeden Fall wieder ein Teil, an den ich mich erinnere. Sehr stark erinnere. Einer von zwei auf dieser Insel. Ah, aber an die Typen erinnere ich mich nicht so gut. Hallo. Jäger. Bist wohl auch auf besondere Trophäen. Halt, die hatten was zu sagen. Halt, halt, halt. Ich muss nochmal laden, weil die haben miteinander geredet. Das würde ich gerne hören. Hab's jetzt leider aus Versehen instant weggeklickt. Und leider geht die Ladezeit hier ewig. So. Überall auf Kalador ragt kalter Stein aus dem Boden. Und jetzt guck dir diese Hütte an. Gefällt sie dir? Pff, eine Festung wäre mir lieber. Okay. So, die Jäger sind einfach mal abgehauen, mit denen ich eigentlich reden wollte. Die Namenlosen. Ich denke nämlich, der hier steht, ist vielleicht nicht namenlos. Bronach. Das ist ja mal eine Überraschung. Ein Fremder hier in der Wildnis? Wie heißt du? Mein Name ist... Hast du das gehört? Da raschelt ja doch was. Hier muss man verdammt vorsichtig sein. Gefährliche Gegend? Naja, hier in der Wildnis musst du aufpassen wie ein Luchs. Überall Viehzeug. Insofern ist ein Kerl wie du eine willkommene Abwechslung. Andererseits, wenn das Viehzeug nicht wäre, hätte ich auch kein Essen auf dem Teller. Nur die großen Exemplare gehen mir gegen den Strich. Jagen mir ständig die Beute ab. Deine Hütte liegt ziemlich abgelegen. Ja, ist mir auch ganz recht. Die Menschen da draußen stehen ständig unter Stress. Aber hier, im Einklang mit der Natur, hat man seine Ruhe. Moment, war da nicht wieder ein Geräusch? Sag mal, ich höre irgendwie viele Dinge. Ein großer Jäger wie du macht doch bestimmt reiche Beute. Gut erkannt, Junge. Befolge die Regeln des Waldes und er wird sich um dich kümmern. Hier. Das hat die letzte Jagd abgeworfen. Behalt es ruhig. Ha, danke. Hast du keine Angst vor den Schatten? Nein, warum auch? Du denkst wohl, die dicken Mauern der Zitadelle bieten mehr Schutz als mein Wald hier, richtig? Ja. Da täuschst du dich aber. Die Zitadelle ist nichts weiter als ein Käfig, erbaut aus kaltem Stein. Aber hier kenne ich jeden Pfad, jeden Strauch und jeden Ast. Und sollte es zum Kampf kommen, kann ich mich auf meine Jungs hier verlassen. Denen traue ich weit mehr zu als allen anderen. Was gibt es hier zu jagen? Vom Varan bis zur Grabspinne treibt sich hier so ziemlich alles an Viehzeug rum, was du dir vorstellen kannst. Aber wenn man ganz genau hinhört, dann hört man hier ein sehr merkwürdiges Geräusch.
Wovon sprichst du? Vermutlich trifft man darauf, wenn man im Norden über den Wasserfall geht. Da ist irgendetwas Großes. Ich rate dir, sehr vorsichtig zu sein, wenn du dahin gehen willst. Große Viecher? Genau mein Ding. Wirklich? Ist dir klar, dass die einen ausgewachsenen Menschen in Stücke reißen können? Nimm die Jagd nicht auf die leichte Schulter. Im Rudel sind diese Biester mordsgefährlich. Aber wir können das gemeinsam tun. Das können wir gleich tun. Ich rede noch kurz mit deinen Jägerfreunden. Kann ich hier was mitnehmen? Ja. Was hast du da? Achso. Gar alles Mögliche mitnehmen. Achso, ich habe doch vor kurzem noch ein Buch gefunden, das ich gar nicht gelesen habe. Tut mir leid, ich hoffe, das juckt euch nicht zu sehr. Das war nämlich, was habe ich jetzt gerade überhaupt gesammelt? Die ersten Tage der Ankunft habe ich beim letzten Mal gehabt. Glaube ich. Ja, ja, eine Geschichte der ersten Siedler Kalados. Als wir auf dieser Insel ankamen, war dort nichts. Ein unbesiedeltes Paradies voller fruchtbarer Wälder, Hügel und Flüsse. Die großen, imposanten Felsnadeln, die überall aus der Insel erforscht, diesen Boden uns Unterschlupf, bis wir in der Lage waren, erste Häuser zu errichten. Wir kamen nach Kalador in der Hoffnung, eine neue Welt zu finden, fernab der Kriege, die den Rest der Welt erschütterten. Diese Insel war perfekt. Selbst wenn es eines Tages zu einem Krieg kommen sollte, waren wir guter Dinge. Die meisten Seiten der Insel bestehen aus hohen Klippen und die paar Strände, die Zugang zur Insel boten, würden sich leicht verteidigen lassen. Endlich hatten wir es gefunden, unser neues Zuhause. So, was habe ich jetzt noch gelesen? Piratengeschichte? Ne, ist Kila. Jetzt habe ich... Okay, wisst ihr was? Oh, das ist jetzt ein Problem. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich brauche tatsächlich 20 mehr. Was auch immer ich gerade eingesammelt habe. Ich schaue es mir später nochmal an. Ich habe jetzt 10 mehr für den goldenen Ohrring. Und das Diebesamulett statt dem Kristallanhänger. Und schon habe ich die 110. Geil. Okay. Körperbüchse. Ja, Edward, beruhig dich doch. So. Einmal das und einmal das, auch wenn ich das auch wahrscheinlich nicht ewig brauche. Und diese Kaperbüchse ist eine weitere Schrotflinte, aber schlechter als das Drachenfeuer, das ich mir irgendwie geklaut habe. So, wo ist der andere Jäger jetzt? Ah! Ich will nicht laden. Was treibst du dich hier im Wald herum? Es ist ziemlich gefährlich hier. Am besten bleibst du auf den Wegen und gehst nicht weiter nach Norden. Mach dir um mich mal keine Sorgen. Mach ich nicht. Du wirst schon wissen, was du tust. Ach, da ist der andere Jäger. Bist wohl auch auf besondere Trophäen aus, ne? Boah, krasse Achse. Wie kommst du darauf? Was will man sonst in diesem Wald? Ein bisschen gefährlich für einen gemütlichen Spaziergang. Stimmt. Na denn, viel Erfolg und lass dich nicht essen. Oh, es ist eigentlich scheißegal mit dem Buch. Ich glaube nicht, dass das irgendjemanden wirklich juckt, dass ich diese scheiß Bücher lese. Ich hasse Insekten. Ich wollte mich hier nur kurz umsehen, bevor ich mit dem auf Jagd gehe und sonst wohin renne. Au. Hör darauf zu blocken. Aua. Sag mal. Sag mal. Da. Das hier ist ein seltsamer versteckter Ort für so einen Teleportstein. Wenn hier so ein Teleportstein ist, sollte ja auch irgendwann mal ein Teleporter auftauchen. Ich habe auch echt viel zu wenige. Ich habe in Erinnerung, dass da mehr sein müssten. Was ist denn das hier? Super viele Viecher. Ich hoffe, wenn ich nicht nur hier hin. Aber ja, einige Viecher hier. Ah, ich bin da drüben, okay. Da oben sind Drachensnapper. Ich weiß jetzt nicht, ob das der legitime Weg ist. Oh mein Gott, Edward, wo kommst du her? Heimtückischer Drachensnapper. Aha, das ist also eine Quest. Kann sein, ich hätte da jetzt mit dem Jäger hin müssen. Ich weiß es nicht. Ja.
ist der dritte. Da gehe ich später hin, würde ich sagen. Ich gehe jetzt erstmal mit dem Jäger auf die Jagd, bevor ich hier wirklich zu viel cleane. Und außersehen eine Quest erfülle, die ich eigentlich noch nicht habe. Ja, ne, ehrlich gesagt noch keine Ahnung, wo ich jetzt genau hin muss mit dem. Lass uns Biester jagen. Dann wollen wir mal hoffen, dass sie den Spieß nicht umdrehen und uns jagen werden. Sieh deine Waffe und mir nach. Noch ein Tipp, bevor wir uns mit dem Viehzeug anlegen. Sie sind äußerst schnell und haben scharfe Klauen. Wer überleben will, dessen Verstand muss schneller und seine Klinge schärfer sein. Der Typ wartet nicht mal auf mich. Okay. Da geht's auch noch lang. Aber die Karte zeigt das irgendwie komisch an. Ah, okay, das ist der Weg. Den wollte ich nachher wieder zurückgehen. Das war's dann wohl. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Ah! Ist in Ordnung. Worauf wartest du? Ne, pff, lass mich. Mir nach. Scheiß Vieh! Ah ja, ein Teleporter. Wie ich es erwartet habe. Was ist gerade passiert? Der ist komplett an mir vorbeigeflogen. Hallo? Fuck you. Sowas wie dich erledige ich mit links. So, bevor du jetzt sonst wohin stürmst, aktiviere ich auf jeden Fall den Teleporter hier. Ah Mann, ey. Geht doch. Ich glaube, ich bin falsch gerannt, aber gut. Wo ist der Typ jetzt? Hallo? What the fuck? Moment mal. Wo ist der hin? Ja, das ist das Ziel. Okay, ja, das sind tatsächlich... Ne, Moment, der ist da hinten schon. Wie ist er da hingekommen? Was soll der Mist? Oh mein Gott. Insekten. Okay, dann machen wir das halt anders. Wenn der Typ einfach abhaut, werde ich hier einfach selber alles durchsuchen. Oh. Aufgepasst! So. Okay. Dann ganz kurz über Norden laufen. Da ist noch ein Eisengolem. Und ein... hier sind zwei starke Gegner. Aber der Golem lässt mich noch pausen. Oh, Jesus Christ. Der Golem lässt mich pausen. Der Golem lässt mich pausen. Der ist nicht sofort aggressiv wie der Schattenwächter. Der ist nämlich richtig aggro. Der da ist noch ein bisschen am Fluchen hier. Oh. Endlich hat der Kampf ein Ende. Ich muss nur gucken, dass ich hier noch nicht speichere. Denn ich weiß nicht sicher, ob der Jäger wirklich da ist, wo er sein sollte. Nicht, dass dem dasselbe Scheiß passiert wie Patty vor ein paar Parts. Und hier scheint eine Brücke zu sein. Ich denke, das ist der eigentliche Weg, wie man zu den heimtückischen Drachensnappern kommt. Da ist nämlich noch einer. Da ist auch mein Kumpel. Das Vieh belästigt keinen mehr. Mein Vater war früher selber Jäger, aber dann wurde der Dschungel lebendig und hat ihn geholt.
Hilfe, okay. Deine Viecher lauern niemandem mehr auf. Hoffen wir mal, dass das alle waren. Ich hasse die Biester. Hier, dein Anteil an der Beute. Was wirst du als nächstes jagen? Das weiß nur der Wald. Man muss nur zuhören, was er einem flüstert. Wenn der Wind sanft durch die Baumkronen streicht, die Blätter zu Boden fallen. Gut, ich glaube, ich habe genug gehört. Pass auf dich auf und vergiss nicht, immer gegen den Wind jagen. Genau. In dem Fall können wir jetzt noch hier lang gehen. Da gab es so einen Weg runter. Geschickt. Wieso kann ich Leertaste drücken, wenn ich nach unten klettern will? So. Und dann können wir demnächst, also danach können wir uns zum Teleporter teleportieren und von dort nach Süden zurückgehen. Und können dann den Rest abklappern. Dann haben wir den Wald hier auf einen Schlag abgeschlossen in einem Part. Ich glaube nicht, dass wir im nächsten Part alles erforscht haben werden. Also in der nächsten, bis zum Ende der Session. Davon gehe ich nicht aus. Aber ich glaube, übernächste Session sollten wir mit Kalador so weit durch sein. Und das heißt auch, in der nächsten Session kommt dann der Part, den ich richtig sehr gut in Erinnerung habe und richtig interessant noch finde. Das ist aber eine sehr seltsame Strecke. Und ich werde jetzt nicht die Wasserfälle abklappern. Vor allem, weil ich mich gerade umbringe. Oh Gott. Die Wasserfälle abklappern. Die sehen nicht so aus. Au! Als ob man da rein kann. Fucking hell, der tut weh. Ja, den sollte man eigentlich eine bessere Rüstung haben, als was ich hier anhabe. So. Okay. Wie machen wir das? Achso, ich hab's aus Versehen doch noch gelöst. Wollte gerade überlegen, was ich tun muss. Und da hinten scheint es irgendwo, irgendwie da scheint Festland zu sein. Da kommen wir, glaube ich, nicht anders hin. Oh je. Das will ich eigentlich nicht abklappern. Zusammen sind wir stark. Das kann ich auch später machen, ganz ehrlich. Wenn wir zusammenhalten, schaffen wir das. Wie gesagt, ich will jetzt nicht zu viel machen, aber ich denke, ein bisschen geht schon. Hat der Kampf ein Ende. Das ist aber halt, oh, das zieht sich ewig weit. Das sind kein Ende mehr. Ja, okay, ich denke hier drehen wir wieder um. Das war brutal. Es ist, warte mal. Ja, es, sonst habe ich keinen Überblick, wo ich schon war. Also ich würde sagen, bis hierhin kann ich schon laufen, obwohl... ach komm, wir machen das kurz. Sind wir schon mal hier, jetzt mache ich es auch kurz. Aber danach, ja, muss man gucken, dass der Part nicht so lang wird wie immer. Das war brutal. Ja, ja, beruhig dich. Aber ich denke, wir können bis zur Wegkreuzung uns kurz durchkloppen. Dann habe ich da einen guten Punkt. Ich bin beeindruckt. Das nimmt kein Ende mit den Biestern. Du hast deinen Meister gefunden. Okay, wir haben es schon fast geschafft. Hier ist eine Menge. Hier sind eine Menge Flaschen. Und seltsam. Huch. Ich bug noch irgendwie im Wasser rum. So, du da.
Das war brutal. Denk, wir sind fast da. Beziehungsweise hier wäre doch eine gute Stelle. Ja, das ist sogar eigentlich die Kreuzung. Also, wir können noch kurz rüberschwimmen, aber ich denke, wir sind genau an der Kreuzung angelangt. Wieso bist du schon wieder so erschöpft? Denn von hier kann man dann entweder in die Richtung, was man eigentlich nicht kann, oder eben dort weitersuchen, also das hier abklappern. Und dann kommen wir irgendwann hier raus oder andersrum, wie man will. Das machen wir aber dann, wenn wir dort sind. Von hier aus laufe ich jetzt aber erst noch nach Süden zurück, bis zurück zur Brücke. Und dann können wir beim nächsten Mal Richtung Westen. Können wir hier noch kurz alles abklappern, also diesen Pfad. Am besten bis, entweder hier, also irgendwo hier in die Umgebung. Das machen wir noch ganz kurz in diesem Part und danach werden wir beim nächsten Mal weitermachen an dieser Stelle. Ach du Scheiße, das war keine Absicht. Was habe ich getan? Was ist das denn? Das nimmt kein Ende mit den Biestern. Okay, das war die Kuh-Taste. Ich kann mich nicht dran erinnern, welchen Nutzen das hat, außer vielleicht, keine Ahnung. Ich muss das nachher mal ausprobieren, wenn was zum Einsammeln da ist. Okay, das sieht schon abgefahren aus. Goddammit. Jetzt lass dich doch killen, Mann. Oh, ist schon tot. So. Wir haben immer irgendeine bestimmte Aussage gegen bestimmte Viecher wie Insekten. Okay. Wo lang jetzt? Hier scheint noch irgendwas zu sein. Ah ja, da müssen wir demnächst hin. Nee, warte. Das ist der Weg. Okay, Moment. Ich weiß gerade nicht genau, welche Reihenfolge ich am besten machen sollte. Okay, ich muss da lang. Kein Problem, kein Problem. Zusammen sind wir stärker. So, hier ist jetzt Goldfee, aber das wird nicht angezeigt in der Astralsicht oder was das ist. Ich habe keine Ahnung, welchen Nutzen das hat, um ehrlich zu sein. Vielleicht kann man da früher oder später nämlich eine Fähigkeit machen. Ich weiß es aber nicht. Sowas hier, Blick. Die Astralsicht macht alle Arten von Untoten sichtbar. Wertgegenstände, sowas, genau. Da kann man das, glaube ich, erforschen, dass das was bringt, die Q-Taste zu drücken und hier durch diese Welt zu sehen. Aber bis ich das lerne oder lernen will, lohnt sich das wahrscheinlich schon fast gar nicht mehr. Wo bin ich jetzt eigentlich? Okay, hier nach rechts wollen wir als nächstes, aber erst räumen wir doch alles auf. Warte, oh. Hier ist es. Hier auf der Hochebene muss das Haus meines Großonkels Randolph sein. Folge mir. Ich glaube, ich weiß jetzt, wo wir suchen müssen. Geh vor. Ich folge dir zum Haus deines Großonkels. Schnell. Ich habe so ein Gefühl, dass ich weiß, wo ich suchen muss. Ich werde an dieser Stelle speichern, Edward. Ich werde gerade angegriffen, Edward. Tu was, Edward. Ich werde zur Sicherheit einfach dreimal speichern. Ich wollte eigentlich den scheiß Scavenger ausnehmen. Ich weiß glaube auch, wo wir hin müssen, aber erst will ich diese Achsenluchse. Erst will ich die Luchse töten und die zwei, drei anderen. War vielleicht ungünstig an der Stelle zu speichern. Au. Ich bin jetzt hier ein bisschen beeilen, weil ich weiß nicht, ob der ohne mich abhauen kann. Das war jetzt blöd. Ich habe zu früh den Gegner gerettet. Okay, Edward räumt mir trotzdem zur Hilfe. Es ist ein sehr netter Führer und Begleiter. Hier scheint aber nichts zu sein. Die haben einfach nichts bewacht. Okay. Ich will nur noch kurz die paar Scavenger kennen, Edward. Ich bin gleich bei dir. Und den Strand müssen wir irgendwann auch abklappern. Da sind ein paar hier. Ei. Das tut weh. Okay, Edward kommt runter. Er sieht mich auch, wie ich durch die Gegend segle und kommt mir zur Hilfe. Gute Frage. Das nimmt kein Ende mit den Biestern. Das ist richtig. Au. Da hinten ist noch ein Rammer. Ich will den Rammer killen. Ich will den Rammer killen. Komm mit. Danach haben wir, glaube ich, alles.
Lava ist ein Problem. Ich sollte hier was ausprobieren. Okay, bisschen viel Munition verbraten, aber ist in Ordnung. So, damit hätten wir, glaube ich, alles abgegrast. Denn da ist die Brücke. Und ja, das andere da geht runter zum Strand, da können wir später hin. Ich muss erstmal gucken, dass ich Edward wieder finde. Da ist er. Und dann können wir nämlich im nächsten Part Edwards Haus endlich finden, wenn es gut läuft. Und, oder was auch immer der sucht. Und dann, ja, können wir im übernächsten Part, also in der nächsten Session dann in dem Fall, auch wieder weitermachen. Und schließen dann wohl die ganze westliche Insel ab. Denn wir haben bis jetzt schon diesen ganzen Bereich. Ungefähr. Diesen Bereich. Also fehlt nur noch dieser Bereich. Ist nicht mehr viel. Ich weiß nicht, ob wir es in einem Part kriegen. Ich glaube nicht. Aber vielleicht in einer Session. Wir schauen einfach mal, wie wir machen. So oder so. Oh, wo kommt die jetzt her? So oder so war das jetzt ein. Bis jetzt 4-Part-Session. Ich bin beeindruckt. Und durch Dark Cloud habe ich euch ja 5 Parts versprochen. Oh, da kann man noch kurz hoch. Aber es können dann auch 6 werden und dann mache ich halt bei Dark Cloud einen mehr statt 3, 4. Das passt dann auch. Auf jeden Fall, ich denke, wir schließen Kalador jetzt bald so gut wie komplett ab. Und können dann in der nächsten Session vielleicht schon nach Taranis. Lass uns weitergehen. So oder so, wir machen hier an dieser Stelle erstmal Ende für diesen Part. Ich speichere hier nochmal 3-mal. Und beim nächsten Mal folgen wir Edward zu seinem Zielpunkt. Für diesen Part war es das. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.